Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Akustik, genauer um den Schalldruck und noch genauer um die Berechnung des Schalldrucks in Dezibel. Die Schallwellen, die von einer Schallquelle wie zum Beispiel einem Lautsprecher emittiert werden, erzeugen in der Luft Wellen von abwechselnd hohem und niedrigem Druck. Jedes einzelne Luftteilchen, hier sind exemplarisch drei Luftteilchen in Rot markiert, jedes dieser Teilchen bewegt sich nur hin und her, es liegt dabei keine wirklich große Wegstrecke zurück. Aber die Verdichtung und Verdünnungsfronten der Luft, erkennbar an den dunkleren Kreisen, wandern immer nur in eine Richtung, nämlich von der Schallquelle weg und erreichen das Ohr. Am Ende des Gehörganges bringen die Luftdruckschwankungen das Trommelfell zum Vibrieren. Ab jetzt wird der Schall vom Menschen wahrgenommen. Ob man als Hörer den Schall als laut empfindet, ist individuell verschieden. Die Lautstärke eines Bohrers wäre im Vergleich zur Lautstärke von lauter Musik für jeden anders. Denn jedes Ohr und damit auch jeder Hörer empfindet jedes Geräusch sehr subjektiv. Lautstärke ist deshalb nicht objektiv messbar. Wie kann man denn dann verschiedene Lautstärken miteinander objektiv vergleichen? Die Antwort ist über den Schalldruck. Schall erzeugt immer eine Druckschwankung. Und Druck lässt sich in Pascal messen. Wir sehen hier in Zeitlupe die Animation einer Schallwelle, die durch die rote vibrierende Membran links erzeugt wird. Je größer der Druckunterschied zwischen den dünneren und den dichteren Luftschichten, umso lauter ist auch der Schall. Unser Planet ist von einer Atmosphäre umgeben. Die Luft, aus der sie gemacht ist, wird genauso von der Erde angezogen wie wir selbst. Sie hat eben auch ein Gewicht. In Bodennähe presst sie sich selbst mit 1 Bar zusammen, oder besser, mit 101.325 Pascal. Sie drückt aus allen Richtungen auf alle Gegenstände. Unser Trommelfell wird also von beiden Seiten mit 101.325 Pascal bedrückt, von außen wie von innen. Diesem statischen Luftdruck wird der Schalldruck überlagert. Der Schalldruck eines Lautsprechers verändert also den Luftdruck um plus minus einer sehr kleinen Pascalzahl. Die hörbare Variation des Luftdruckes liegt nämlich nur zwischen 20 Mikropascal und 100 Pascal, ist also mehr als 1000-mal kleiner als der Luftdruck. Um zu bestimmen, wie laut etwas ist, wird diese Variation, also der Schalldruck, gemessen. Allerdings ist die Bandbreite an möglichen Drücken so riesig, dass sie in einer logarithmischen Skala dargestellt werden müsste. Weil der Schalldruck von 10 hoch minus 5 bis 10 hoch plus 2 variiert, also um 7 Zehnerpotenzen immerhin, ist so eine logarithmische Skala aber lange nicht so praktisch wie eine lineare, die zum Beispiel zwischen 0 und 100 variiert. Also wendet man ein, zwei Tricks an, die ich hier aufzeigen werde und die die Lautstärkebeschreibung in handlichere Zahlenformen bringt. Als erstes bezieht man den gemessenen Schalldruck auf die sogenannte Hörschwelle. Hörschwelle ist der Schalldruck, der ein gerade noch vernehmbares Geräusch erzeugt. Zum Beispiel die Landung einer fallenden Feder. Die Hörschwelle liegt bei 20 Mikropascal. Wenn also der Umgebungsdruck von einem Bar oder 101.325 Pascal um mindestens 0,00002 Pascal schwankt, fangen wir an, etwas zu hören. Beispiel Auto. Ein Pkw erzeuge durch seinen lauten Motor eine Luftdruckschwankung von 63.246 Mikropascal. Sein Schalldruck wird zu der Hörschwelle ins Verhältnis gesetzt. Der Pkw erzeugt also einen 3.162 mal höheren Schalldruck als die landende Feder. Diese Zahl liegt deutlich über unserem Zielbereich von 0 bis 100. Viel zu hoch für eine praktische Verwendung. Also drückt man sie anders aus, nämlich durch eine 10-Hoch-Zahl. Gibt man in den Taschenrechner log von 3162 ein, erhält man die Zehnerpotenz, nämlich 3,5. Der Pkw ist somit 10 hoch 3,5 mal lauter als eine landende Feder. Da man alle Schalldruckverhältnisse in Zehnerpotenzen angibt, ist unsere Kennzahl für den Pkw also die 3,5. Beispiel Flugzeug. Ein Flugzeugtriebwerk erzeugt eine Luftdruckschwankung von 100 Pascal. Diese Schwankung liegt bei der Schmerzschwelle, tut also schon in den Ohren weh. Man setzt auch diesen Schalldruck zu der Hörschwelle ins Verhältnis. Das Flugzeug ist 10 hoch 6,7 mal lauter als die landende Feder. Unsere Kennzahl für das Triebwerk ist also 6,7. Nun liegen für uns zwischen dem Geräusch einer landenden Feder und einem Flugzeugtriebwerk Welten. Jedenfalls ist der Unterschied gefühlt definitiv größer als 6,7. Mehr so bei 100 oder sogar darüber.
Um unserem Empfinden Rechnung zu tragen, wird das Verhältnis der Schalldrücke grundsätzlich quadriert, was zur Verdopplung des Exponenten führt. Aus 10 hoch 6,7 wird dann 10 hoch 13,4. Damit ist der Kennwert für das Flugzeug jetzt 13,4. Und zwar Bell. Denn diese Zahl bekommt zu Ehren von einem der Telefonerfinder, nämlich Alexander Graham Bell, die Einheit Bell. Entsprechend ändert sich die Kennzahl für unser voriges Autobeispiel von 3,5 auf 7 Bell. Obwohl so ein Flugzeugtriebwerk nun wirklich nicht leise ist, kommen wir mit dieser Verdopplung des Exponenten immer noch nicht in die Nähe von 100 oder geschweige denn darüber. Es sei denn, wir stellen das Ergebnis nicht in Bell dar, sondern in Zehntel Bell, so wie man einen Meter als 10 Dezimeter beschreiben kann. So wird jetzt aus 13,4 Bell einfach 134 Dezibel. Das klingt doch viel mehr nach laut, oder? Zumal wir damit bei über 100 liegen, also richtig laut. Der Kennwert für das Auto wird damit 70 Dezibel. Wir haben also für das Flugzeug 134 Dezibel und für das Auto 70 Dezibel errechnet. Dieser Kennwert, der in Dezibel angegeben wird, heißt Schallpegel. Er hat das Formelzeichen LP, also L für Level und P für Pressure, also Druck. Seid ihr kurzzeitig einem sehr lauten Geräusch ausgesetzt, so ab etwa 120 Dezibel, könnt ihr einen akuten Hörschaden davon tragen. Er äußert sich beispielsweise durch Schwerhörigkeit oder Ohrensausen, also einem Tinnitus. Oft erholt sich das Ohr von diesem Zwischenfall wieder. Tückischer ist dauerhafter Lärm, der schon bei kleinerem Schallpegel gefährlich werden kann. Ist jemand über viele Jahre am Arbeitsplatz täglich einem Pegel von 80 Dezibel und mehr ausgesetzt, kann er einen dauerhaften Hörschaden erleiden. Lasst mich noch zwei Beispiele bringen zu dieser Berechnung mit Dezibel. Beispiel Drucker. Ein Drucker erzeugt eine Druckschwankung von ca. 40 Millipascal. Wie groß ist sein Schallpegel? 40 Millipascal ist 10 hoch 3,3 mal mehr als 20 Mikropascal. 3,3 mal 2 ist wiederum 6,6 Bell und das sind wiederum 66 Dezibel. Beispiel Corvette. Wie viel Dezibel braucht eine Corvette mehr, damit sie doppelt so laut ist wie ein durchschnittliches Auto? Wie gesagt, was doppelt so laut ist, kann man nicht berechnen, weil jeder Mensch die Lautstärke anders empfindet. Wir können aber berechnen, wie viel Dezibel die Corvette mehr braucht, um den doppelten Schalldruck herzustellen. Das Verhältnis zwischen P Corvette und P Auto soll ja 2 sein. In einer 10-Hochzahl ausgedrückt wäre das 10 hoch 0,3. Den Kennwert 0,3 jetzt verdoppeln auf 0,6 Bell und umformulieren in 6 Dezibel. Fazit: Bei doppeltem Schalldruck erhöht sich der Schalldruckpegel um ca. 6 Dezibel. Soweit erstmal meine Erläuterung zu einem, naja, nicht ganz so leichten Thema. Konnte ich euch trotzdem damit etwas Licht ins Dunkel bringen? Wenn ja, würde ich mich über euren Daumen nach oben freuen oder über einen Kommentar, sei er konstruktiv oder vernichtend. Vielen Dank.